Neue News zum Eurotaxi Simulator 2 und der E-Trailer von Krone ist jetzt offiziell im Spiel. Für alle, die das DLC haben, wir haben ihn automatisch, für alle anderen gibt es das natürlich für 1,99 in Steam. Gerade als 50% Rabattaktion. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Achse, die durch Elektromotoren und Elektropacks hier betrieben wird, ja? Und es soll CO2 und Dieselverbrauch 20-40% reduzieren, aber es gibt einen kleinen Haken, dieses gibt es nur im Frachtmarkt. Also diesen Auflieger kann man so jetzt noch nicht kaufen. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird es auch Mods geben, wo wir den einfach so fahren können. Nicht nur frachten die weniger als 350 Kilometer. Darüber hinaus geht da nichts und auch nur besondere Frachten. Ne? Den gibt es auch in zwei verschiedenen Versionen, ne? Haben sie hier reingeschrieben. Und wir werden uns den auf jeden Fall im Livestream anschauen. Ich habe da mal ein paar Bilder und von der Messe ein bisschen was gesehen. Diese Packs soll es auch irgendwann mal an solche Ladestationen geben, die ja so automatisch hier diese Sache öffnen, das Pack rausziehen und neues rein, ja. Das wird hier natürlich nicht sein, ne. Also es wird wie bei den E-LKWs auch erstmal nur, ja, so eine Kleinigkeit sein, ja. Also man hat das nicht für sich immer, dieses Fahrzeug. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache und es gibt sie in zwei verschiedenen Versionen. Einmal eine große und einmal eine kleine. Einmal eine 360 Kilowatt Dauerleistung, also nee, die Dauerleistung ist auf 360 Kilowatt, aber es gibt auch Spitzenleistungen bis zu 580. Gerade für diejenigen, die in den Kesseler Bergen schon ihre Probleme haben, da gibt es eine Unterstützung. Dieser Zapfen hier ist dann quasi ja das Steuergerät, sag ich mal, oder der Impuls gibt, ob diese Achse mit ja, Power unterstützt wird oder ob die halt ja, beim Runterfahren halt wieder ja, Strom oder Akku lädt, ne? Aber wie gesagt, da gibt es bestimmt einige, die da ein bisschen mehr Ahnung haben. Wir werden uns das um 20 Uhr mal ein Stündchen angucken, den neuen Auflieger. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz okay. Das ist die Richtung, wahrscheinlich Trailer und LKW mit Strom versorgen. Meine Meinung ist noch immer so, ich liebe Diesel und ja, Elektro, ich denke mal, da müssen wir uns daran gewöhnen. So, mit diesen Worten sehen wir uns 20 Uhr. Ich würde mich freuen. Bye, bye.